Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schatten über Riva. Wir sind auf dem Schiff Windsbraut und müssen jetzt hier einen etwas komplizierten Kampf machen, weil wir nicht viel... Oh Gott, ich weiß nicht, wen ich gehauen habe. Weil wir keine Waffen haben, machen meine Magier die alle mit Horiphobius fertig. Was könnte der hier sein? So, du rennst mal weg, bitte. Hier hinten hin. Schön weit weg. Zu weit weg, da kommen wir nicht lang. Dann sicher mal. Okay, der rennt schon mal weg. Dann der da oben natürlich auch. Sicher. Genau, bewegt dich mal darüber. Sichern wir hier. Der flieht sehr gut. So, jetzt kommen wir aber hier hin. Und noch einen schönen Horiphobius. So, und eine große Gier. Magna Cupido. Alte Option sichern. Jetzt müssen eigentlich alle fliehen. Sehr gut. Das gab zusätzliche 6 Punkte, glaube ich. 5, okay. Und hier schnappen wir uns ein paar Hiebwaffen oder sowas. Ja, ich glaube, er kann auch ein bisschen den Hiebwaffen. Säbel. Ist die Frage, was besser geht, Hiebwaffe oder Säbel? Ich glaube, ihm brauchen wir gar nicht. Was hat er denn für Werte? Ja, der kann da, glaube ich, auch nicht mit umgehen, aber ja. Schauen wir mal. Ui, das ist sehr schön. Da geben wir jetzt, ich würde sagen, ihm. Eins. Ach ne, das sind so viele. Dann kann da jeder einen Waffenrock von anziehen. Das ist ja perfekt. Hä? Den habe ich jetzt vergessen. Ah, will er nicht anziehen, okay. Schade. Oh, Topfell, nice. Die kannst du nicht tragen, aber er vielleicht, super. So weit, so gut. Die Truhe hatten wir. Ja, jetzt sind wir doch schon mal wieder etwas stärker bewaffnet. Und haben 90 Minuten Zeit. Das heißt noch 68 Minuten. Das ist reichlich. Sollte reichlich sein. Hier geht's hoch. Wollt ihr nach oben? Das machen wir. Jetzt sind wir auf dem Oberdeck, dem dritten Teil. Hier gibt es jede Menge Zeug zu holen. Muss man aber natürlich nicht. Aber da wir jetzt noch einiges an Zeit übrig haben, werden wir uns mal ein paar Sachen nehmen. Komm,
Bisschen Panzerung rein. Wintermantel. 3 Dukaten. Kommt Talonmehl noch rein. Feueramulett. Wertlose Seekarten unser Zeug. Doppelkunstschwert, Hiebwaffen. Ja. Teerjacke. Kettenzeug, kann die das tragen? Oh ja, kann sie. Ein mächtiger Schlag getroffen. Oh, und er sieht gar nicht gut aus. Oh, 3 Lebenspunkte, immerhin. Mist, die Tür hätte ich nicht öffnen sollen. Super Heiltrank. Heiltrank stark wird ja wohl für ihn reichen. Sehr gut. Nicht da hinein, warnt euch der Schiffsjunge. Da sind die Anführer der Seesoldaten untergebracht. 2 ganz erfahrene Kämpfer. Sie erzählen ständig von den Heldentaten, die sie vollbracht haben. Ja, wir gehen aber trotzdem da rein. Gerade als der Miller Azilla die Tür aufdrücken will, bemerkt sie, dass dahinter gesprochen wird. Sie bückt sich und lauscht an der Tür. Ach, das ist doch noch gar nichts. Einen Troll habe ich schon mal ganz alleine erledigt. Habe ich dir schon erzählt, wie wir damals ein ganzes Nest von Seeschlangen ausgehoben haben? Wir scheinen es hier mit den beiden erfahrensten Kämpfern Aventuriens zu tun haben. Oder mit den beiden größten Aufschneidern, flüstert der Miller Azilla wenig beeindruckt. Mit gezückten Waffen in den Raum hinein. Boron möge uns beistehen. Meuchler, ruft einer der beiden Männer, die auf einem Bett sitzen, erschreckt aus. Beide strecken ihre Hände gen Himmel. Ja, wir können die beiden jetzt umbringen oder sie fesseln in ihren Betten legen. Ja, wir sind ja keine so nette Truppe, deswegen bringen wir die mal um. Gleich darauf gibt es 2 Großmäuler weniger. Die Leichen werft ihr auf die Betten. Aber die haben massig Zeug hier, wovon wir ein bisschen stibitzen werden. Ja, hier schönen goldenen Schild. Tuzakmesser. Expurgicum, können wir die Waffe was vergiften? 2 Händer. Tauschen wir den natürlich. Und den geben wir ihm. Kann den Doppelschwert schon mehr nicht tragen, okay. Das ist im Buch Abenteuergeschichten Märchen. Na, jetzt wissen wir, woher die beiden das hatten. Das Märchenbuch. Oha! Schönen Schuppenpanzer. Plattenzeug. Tauschen wir doch direkt mal gegen die Kettensachen. Hä? Kettenzeug weglegen. Plattenzeug anlegen. Den Eisenhelm. Mutelixier nehmen wir mal mit, das können wir verkaufen. Ah, hier, das ist, glaube ich, der magische Zweihänder. Unzerstörbar, genau derselbe, den wir auch aus dem ersten Teil haben. Und 14 Dukaten. Wer weiß, woher die den hatten. So, wo sind wir jetzt überall gewesen? Ah, das sehe ich ja jetzt hier nicht. Mist, weil die ganze Karte aufgedeckt ist, aber ich glaube, ich war hier in dem und in dem Raum. Also werden wir jetzt hier da und da mal reingehen. Durch die Tür kommt man, glaube ich, nicht durch. Verletzt man sich immer. Und wo Faken? Ja, der Miller öffnet alle Schlösser ohne Probleme. Einen weiteren Dietrich, den kann sie mitnehmen. Falls einer doch mal kaputt gehen sollte.
Ui, ein schönes Schildchen. Jede Menge Schildchen. Ah, Zweihänderwaffe, logisch. Ich sollte vielleicht den goldenen Schild einen Magier geben und zieht die so einen an. Hier, damit es ein bisschen mehr Rüstungsschutz hat. Kann er ein Schild tragen? Ja, super. Messer, die haben wir schon. Schwert wäre nicht schlecht. Das sind Drechflegel, glaube ich. Belegnagel. Okay, die Truhe ist leer. Oh, Schnaps! Boah, da freut er sich natürlich. Flasche Schnaps, Flasche Wein. Und direkt mal pötten. Yeah. So, da freut er sich. Schauen wir, was wir noch hier haben. Ah, Lakritze. Danis hat schon überlegt, aber wir wollen hier schnellstmöglich vom Schiff runter. Also hier gab es nicht viel mehr zu holen. Nicht da hinein, keuchte der Schiffsjunge starr vor Entsetzen. Das ist die Captains Kajüte. Und der alte Hai ist fast immer da drin. Wollt ihr trotzdem die Tür öffnen? Ja. Halt langsam, Mantanes Drachenblut, als ihr die Tür öffnen wollt. Da sprechen doch zwei Männer miteinander. Er bückt sich und späht durch die reine Ritze in den Raum. Hinter einem großen Tisch stehen zwei Männer und mehrere Karten über mehrere Karten gebeugt und bestimmen die zu segelnde Route. Wollt ihr mit dem Überraschungsangriff überrumpeln, vorsichtig den Raum betreten? Langsam öffnet die Tür und betretet den Raum. Als einer der Männer euch bemerkt, formt er seine Hände zu einer Schale und bläst hinein. Sofort sind er und seine Begleiter in einem dichten Nebel verschwunden. In den Nebel hört ihr das Öffnen eines Fensters. Tanis Drachenblut grollt. Die beiden sind durch das Heckfenster geflüchtet. Was nun? Das war so ein Magier. Hinterher klettern auf keinen Fall. Dann sind wir oben auf Deck und dann war's das mit uns. Wir fliehen durch das Fenster erstmal nicht, weil dann schnappen sie uns auf. Wir müssen erst das Schiff sabotieren. Wir verlassen erstmal den Raum und schauen, was wir hier noch haben. Nicht da hinein, raunt der Schiffsjunge. Das ist das Zimmer unseres Schiffsmagiers. Aber der ist gerade durchs Fenster abgehauen. Deswegen gehen wir da trotzdem rein. Die Truhe besitzt kein Schloss. Lediglich im Deckel ist eine Form eingekerbt. Da muss ein Gegenstand hinein, behauptet Jamila Azilla. Ja, da muss ich mal kurz zeigen. Hier. Oh, man sieht es nicht genau, aber da muss so eine Einbeere rein. Die vierblättrige Einbeere passt haargenau in die Kerbung und sofort springt der Deckel auf. Da haben wir jede Menge Zeug. Die ganzen Kräuter nimmt sie mit. Rezepte, die haben wir alle schon. Ja, mit dem Zauber können wir die öffnen. Das kostet aber, glaube ich, 60 Astralpunkte. Tatsächlich springt das Schloss auf und der Deckel gleitet zurück. Jede Menge Kräuter, das hat sich aber trotzdem gelohnt. Deswegen packen wir das da alles rein. So weit, so gut. Das war der Raum. Jetzt sollten wir eigentlich so alles hier gemacht haben, außer der Captain's Kajüte. Schauen wir nochmal kurz rein. In dem Regal steht ein Gemälde eines Schiffes. Es ist allerdings nicht das Schiff, auf dem ihr euch befindet. Ansonsten gibt es noch Tabellenwerke und so weiter und so fort. Nee. Ja, drei Versuche. Na, was ist jetzt los? Hallo, hallo. Ah. Machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.